89.867 Asylanträge, die wurden in diesem Jahr bis Oktober gestellt. Diese Zahlen hat das Innenministerium am Wochenende bekannt gegeben. Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Verdreifachung. 2021 waren es rund 40.000 Asylanträge und im Vergleich zum Rekordjahr 2015, dort gab es 88.000 Asylanträge, hat man diese Zahl bereits jetzt im Oktober auch übertroffen. Das Innenministerium, das diese Zahlen am Wochenende bekannt gegeben hat, legt auch dar, wie viele positive Bescheide es gegeben hat. Es sind ganz genau bis Oktober 17.602. Man muss allerdings bei all diesen Zahlen natürlich auch dazu sagen, dass weitaus weniger Menschen in der Grundversorgung sind als 2015, da viele nach Italien, Frankreich oder auch nach Deutschland weiterreisen. Viele haben allerdings keine Chance, ein Asyl in Österreich zu erhalten, wenn wirtschaftliche Gründe vorliegen, beispielsweise die doch vergleichsweise große Gruppen an Menschen aus Indien oder auch aus Tunesien. Lediglich 5 Tunesier haben in diesem Jahr einen positiven Asylbescheid erhalten. Bundeskanzler Nehammer hat sich ja vergangene Woche mit seinen Amtskollegen aus Serbien, nämlich Vucic und Ungarn, nämlich Viktor Orban, getroffen. Hier war unter anderem auch das Thema, dass 40% der Migranten ohne Visum nach Serbien kommen. Das wird es fortan zumindest aus Tunesien nicht mehr geben. Hier muss man dann ein Visum auch beantragen für Serbien und Ähnliches soll es auch für Menschen aus Indien geben, die via Serbien nach Europa einreisen.